Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu Kubi Factorium auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir hier auf dieser Insel begonnen. Es ist schon die nächste, ich weiß. Wir müssen mal schnell hier in der Baumschule noch zwei, drei Flächen freimachen. So, hier muss auch noch was weg. Und dann haben wir die Insel mal grundsätzlich aufgebaut. Wir haben hier nicht mehr so viele Ziele. Vieles haben wir schon. Wir müssen noch Holzkohle, ein bisschen mehr haben und Schienenteile. Aber da haben wir schon fast alle. So, Holzkohle wird natürlich aus Holz gemacht, deshalb eine große Baumfarm. Und jetzt sollten wir erstmal Häuser dann aufstellen können, damit es den Leuten hier auch mal ein bisschen besser geht. So, Holzbrett und Steinblock. Was kostet das? Bessere Haus, Luxushaus, Holzteil, Baustein. Schönes Haus, Holzteil, Steinblock. Steinblock kosten alle. Wohnwert 2, Bewohner 3. Da haben wir Bewohner 4 und hier haben wir Bewohner 2. Dann nehme ich lieber das. Weil wir sonst keinen Platz haben hier gerade. So. 4 Häuser aneinander. Da mache ich da einen Lagerplatz. Und hier machen wir Steinblöcke und Bretter. So. Und die hole ich mir hier raus. Ich habe nämlich 116 Steinblöcke. Und 63 Bretter. Gut. Ja, wenn sie die draußen haben, dann sieht es schon ein bisschen anders aus wahrscheinlich. Da hat der Sound wieder einen Bug. Naja, geht ja. Und an dem graben sie schon ewig rum hier. Hier gibt es auch Steine. Sehr schwer. Abbaugeschwindigkeit. Okay, ist kein leichtes Unterfangen. Gut, mit dem sollten sie jetzt aber einen Unterschlupf bekommen oder einen Teil davon auf jeden Fall. Wir haben hier ein weiteres Feuer errichtet. Und konnten da weiter vorstoßen. Da ist noch kein feindes Gebiet. Verdorrter Boden, aha. Feindes Gebiet erkennbar. So, erste Häuser werden gebaut, sehr schön. Und jetzt fehlt natürlich nur noch eine Nahrungsquelle. Und für das würde ich gerne hier die Bäume noch abreißen und da dann eine Weizenfarm hinstellen. Fürs Erste haben wir bestimmt noch ein bisschen Nahrung mitgenommen, oder? Essensbox, Brot und Erdbeerdonut. Was haben wir hier drin? Beeren haben wir da. Ja, nicht gerade sonderlich viel. Hier, ne, das sind Ziegel. Da, 13 Brot. Die 13 Brot kann ich ruhig rausgeben. Zwei Donuts. Ja, das zeigt, wir sind richtig gut versorgt. Aber immerhin haben wir jetzt mal 4 Häuser. Das ist schon besser. Da müsste hier hinten, damit wir da näher kommen, ein Lagerfeuer hin. Das hier so den Bereich abdeckt. Auch wenn da noch Gegner sind. Und da könnte ich eigentlich davor vielleicht nochmals ein Haus hinbauen. Ja, passt exakt rein. Das sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber die passen sich ja gut aneinander. Also, gerade am Dach sieht man das gar nicht an. Ist vielleicht gar nicht so geplant, aber passt ganz gut. So, hier drüben käme dann ein Ofen hin, der uns hier ein bisschen Holzkohle erstellen würde. So, sollte alles passen, dann hätten wir das für die Holzkohle. Und dann fehlt nur noch das andere, das ist aber nicht ganz so schwierig. Jetzt schaue ich mal, wie es unseren Kämpfern geht. 220, dann sollen sie doch da mal angreifen. Gut. So, denen geht es vor allem beim Sozialen noch nicht so gut. Deshalb nehmen wir da... Was ist am günstigsten? Das ist die Frage. So. Oh, eine Fackel. Hat auch eine Dekoration. Dann verteile ich doch ein paar... Ja, genau so. Genau so. Das ist das Ziel. So, nee, aber wenn ich da ein bisschen Fackeln verteile... Die kosten zwar auch immer einen Platz, aber die machen da auch was aus.
So, wie sieht es beim Kampf aus? Läuft ganz gut. Der Baum hier ist noch nicht weg. So, und dann machen wir da Farm. So. Und hier weiter. Und bauen da Weizen an. Welchen wir ja nach da oben geben. So, machen wir da mal einen größeren Lagerplatz. So, Weizen ist eingeloggt, sehr gut. Ja, können Sie beginnen da umzubauen, hoffentlich. Wenn vielleicht die Kämpfer dann zurück sind. So, wie sieht es da hinten aus? Ihr seht, es ist ein bisschen ruckelig. Und ich habe das Gefühl, je mehr Ressourcen da rumstehen und so, desto schlimmer wird das. So, da kommt noch kein feines Gebiet. Hier hinten ist das Ziel, wo wir hin möchten. Aber dazwischen sind natürlich noch Gegner, die es noch zu besiegen gilt. So, da drüben ist aber noch einer übrig. Jawohl, und die steigen natürlich auch langsam auf im Kampf. Das läuft schon ganz gut. So, Lagerfeuer. Ja, eines reicht da vielleicht sogar. Der wurde immer noch nicht gebaut, im Bau. Ja, hoffentlich auch. Hoffentlich auch im Bau. Und dann können wir hier noch ein bisschen testen, ob es da noch Eisen gibt. Ah gut, wir haben da eigentlich Eisen gefunden. Also nehme ich es auch an. Ja, es hat immer noch gewisse ohne Dach über dem Kopf. Die Fackeln wurden auch noch nicht gebaut. Da sind sie dran, hoffentlich. Die Felder werden bestellt. Sehr schön. Es geht langsam voran, aber es dauert halt ein Weilchen. Gerade was hier das angeht. Mal ein bisschen beschleunigen da. Und der ist immer noch nicht weg. Ah, da kommt wahrscheinlich das ganze Eisen her, aber bald ist er weg. Also viel fehlt nicht mehr da. Dann haben sie den erreicht. So, der wurde gebaut. Sehr schön. Da geht also die Produktion los. Bäume können bestimmt gleich wieder abgeholzt werden. Nehme ich an, das gibt richtig viel Holz. Der Weizen wird auch angebaut. Alles so, wie es sein sollte. Wir haben jetzt 24 Plätze. Wir haben 21 Leute. Also passt aktuell. Wir haben hier noch ein paar Schatztruhen. Oh, Schatztruhen. Und ein paar Lagerfeuer. Einmal da. Und einmal da. Um die Insel ein bisschen besser auszuleuchten. So, einen Moment. Gut. Okay. Habe ich Pause gedrückt? Warum auch? Es hätte auch weiterlaufen können und ich hätte nichts sagen müssen. Okay. Ja, und sobald dann mal Weizen soweit ist, wie viel habe ich denn eigentlich? 180. Komm, kann ich ein bisschen was auslagern? Und hier habe ich ja gesagt, ist das Essen oder das Brot allgemein. Er schlägt mir nur immer die Brauerei vor. Die Bäckerei will er nicht. Ah, weil das Holzteil fehlt. Wegen dem. So, zweimal Brot. Irgendwie, ich habe immer wieder 50 Holzteile. Dann bekommt man die aus den Gebäuden auch zurück. Tatsächlich. Oh, jetzt gibt es viel. Die Holzteile bringen wirklich viel. Das darf man nicht unterschätzen. Und es wird bestimmt die Zeit kommen, wo wir dann plötzlich zu wenige haben. Das bin ich mir fast sicher. Auch bei den Ziegeln. Irgendwie muss das ja zurückkommen, dass wir dann zu wenig haben. So. Dann hier Lagerfeuer. Eins dahin und eins da. Aber ich sehe da schon, da ist das nächste Gegnerlager. Die sind schon stärker. Die aber auch. Die sind auch recht stark. Wir haben da bis an den Punkt herangebaut. Auch da werden wir es. Da hinten haben wir noch ein bisschen Platz. Es wird da erstmal Holz geerntet. So, und hier stelle ich die Priorität hoch.
Dann sollten da gut Esswaren zusammenkommen. Das müssen wir jetzt einfach mal. Aber hier ist es halt schwer. Gut, kann ich jetzt nicht dieses Gewächshaus bauen? Maschinenteile fehlen da und das bessere Holzteil fehlt auch. Überlege mir da aber ernsthaft, das Holzteil stellt man her aus Brettern, oder? Und Holz. Oder wie war das? So, Holzteil, das veredelte Holzteil, Maschinenteile und das hier aus Holzteil produziert aus Steinblock. Bist du dir sicher? Ja, wir haben nicht mal eine Basiswerkstatt hier. Ich stelle mal eine auf hier. So. Und da würde ich gerne das Holzteil, Holzbrett, Steinblock, Weizenbündel. Also richtig teuer. Also dann machen wir hier erstmal den Steinblock. Ist, glaube ich, gescheiter. So. Und dann schlägt er mir ja hier wieder eine vor. Hier würde ich dann das Holzbrett machen. So. Etwa so. Ja, da kommt Weizen zusammen. Das ist schön. Den lagere ich da gerne ein. So. Haustechnisch ist voll. Also noch ein Haus mehr würde nicht schaden. So, stelle ich noch da rein. So. Da unten gibt es vielleicht noch was, wer weiß. Also einmal hier ein Lagerfeuer hin. Und da sind wir, glaube ich, an der Grenze. Ne, sind die abgehauen oder wie? Ne, hier. 104. Angriff. So, da stellen sie sich auf. Die machen wir hoffentlich fertig, denn es geht uns jetzt ja hoffentlich relativ gut. Ah, wir haben keinen Unterstand für die Schweine. Ah, so ist das. Die automatisierte Farm übrigens. Auch Maschinenteile. Wo war denn dieser Unterstand schon wieder? Wenn man die Rubriken erstmal begriffen hat. Wenn man die auch mal drin hat. Also vieles weiß ich jetzt. Ein Rastplatz wäre auch noch was. So. Habe ich auch gerade noch in Auftrag gegeben. Ah, da war die Scheune. So. Gut, es leben noch drei. Noch zwei. Wir haben aber auch nur noch einen, der da voller Kraft ist. Der mag den vielleicht noch schlagen, aber danach wird es knapp. Oh, jetzt, schau an. Einer weg. Ja, jetzt sind sie knapp dran, ehrlich gesagt. Jetzt könnte auch einer von uns drauf gehen. Aber das Kampfsystem ist irgendwie so gemacht, dass von uns nie jemand drauf gehen kann. Oder selten. Oder man da wirklich dumm angreifen muss, dass das passiert. Habe ich einfach so das Gefühl. So. Weitere Zone für uns. Ja, ist ein bisschen unschön, wenn es hier so hin und her, so träge hin und her geht. Aber es ist auf zweimal nicht besser. So. Also, wir produzieren jetzt wieder Bretter und Steine. Und dann würde ich doch hier einfach noch eine... schlägt mir jetzt hier die Erzhütte vor. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche... die Metallwerkstatt. Stimmt das? Genau, für die Schienenteile. So, dafür brauche ich Eisenblock. Nur Eisenblock. So, nehme ich da gleich mal raus. Machen da einen Lagerplatz. Er soll dann Schienenteile produzieren und da braucht er noch Eisenblöcke dazu. Ah. So, also Holzbretter sollten ja hier hergestellt werden. Und dann machen wir da hinten noch einen Platz für die Eisenblöcke. So. Und da kommen wir hoffentlich mit unserer kleinen Anzahl durch. Gut, ich kann auch noch eine Schmelzerei machen. Eigentlich.
So, die Erzhütte hier. So. Dann haben wir das soweit. Weizen wird da angesiedelt. Es kommt kein Essen zusammen. Der ist echt so langsam hier. So, jetzt kann ich aber da hingehen. Klonen. Wenn man es irgendwo bauen könnte, vielleicht da. Ja, dann ist er mit der genau gleichen Einstellung bereit gleich. Immerhin etwas. So, hier fehlen die Schienenteile. Jetzt wird natürlich auch wieder Kohle verbraucht, wenn ich da wieder Neues platziere. Aber es sollte passen. Und wir gehen mal schnell nach hier hinten. Habe ich da jetzt ein Lagerfeuer oder nicht? Also da wird noch eins aufgebaut. Da auch. Okay. Jetzt wurde es gebaut. Sehr schön. Und das andere fehlt noch. Ah. Das kam schon. Jetzt fehlt nur noch das. Heißt aber, ich kann hier Befehl geben zum Abbauen der Truhen. Jawohl, wir haben ein veredeltes Holzteil da drin gefunden und auch ein Ziegel. Das ist ja nicht schlecht. Das können wir uns schenken da, das brauchen wir nicht. Ja, da fehlt im Grunde genommen dieser Bereich hier. Und da sind wir jetzt sehr stark. Also heißt das Angriff da. Also richtig. Und ich könnte auch mal schauen, welche wir hier für den Kampf noch aufbieten könnten. Hier vielleicht ein Spürchen Erfahrung haben, das reichte schon. So, dass wir da ein paar mehr Leute haben, die sich da mal ein bisschen höher leveln. Und für die können wir natürlich auch mal eine Steinmauer, gibt es übrigens auch. Ja. Nicht ein Steinlabyrinth. Hä? Macht er das automatisch? Ja, anscheinend schon. So, lasse ich das abreißen. Und wir haben das letzte Lager geholt. Jawohl. So, und ich denke, es lohnt sich schon, diese Lager zu holen. Nur schon wegen der Kisten, die man dadurch bekommt. Okay, ist der in Betrieb? Ich hoffe es doch. Ja, der macht was. Sehr gut. Oh, da funktioniert was nicht. So. Jetzt müsste er laufen. Sehr gut. Denn das ist noch das Letzte, was wir hier brauchen eigentlich. So gesehen kann ich auch die Priorität höher stellen. Dass er da noch was machen soll. Ja, und dann möchte ich eigentlich nur noch hier die Kisten holen. Da hinten. Das wäre auf jeden Fall noch ein Ziel. Und dann haben wir diese Insel wieder geschafft. Es wird schon immer schwerer. Also ich denke, wir werden schon noch an den Punkt kommen, wo unsere Ressourcen nicht mehr ausreichen. Nehme ich schon an, dass es kommen wird. Wir haben uns bei den einen Dingen besser vorbereitet als bei anderen. Ist natürlich schön, wenn wir hier wieder solche... Da gibt es auch Schienenteile raus. Ja, da gibt es überhaupt nichts mehr. Sie müssen nur noch das abbauen. Dann sind wir eigentlich so weit durch. Und ich hoffe, wir haben genügend Häuser. Nee, reicht nicht aus. Hier die Tiere. 4 von 8. Ah, weil wir ja den Unterschlupf da hinten noch... Den da noch dazu geholt haben jetzt. Aber davor war es anscheinend 4 von 4. Ja, was soll man da noch sagen? Kann nicht mehr lange gehen hier. Was sagt das? Inventar. Hier. Das sagt, wir haben gewonnen. Wir haben tatsächlich gewonnen. Sehr schön. Insel verlassen würde ich machen. Also man kann ja individuell länger spielen oder so. Aber ich spiele es ja vor allem zum Durchspielen, wenn man sieht. Es gibt hier noch 3 weitere Inseln oder 4. Ne, die haben wir schon, glaube ich. Dann passt das schon. Und hier kommt dann eine gemischte. Ne, die habe ich glaube ich noch nicht. Ne, ne, wir haben jetzt alle die. Und kommen jetzt zu dieser hier. Wo anscheinend sehr viele Gegnerlager sind. Und bergiges Terrain noch dazu.
So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, ich mache für den Anfang für nächstes Mal hier und hier ein Lagerfeuer hin. Ich lade da alle 520 Holz. Dass das Schiff das noch Platz hat. Ich lade da Holz und Stein ab. Wir stellen die Zeit ein bisschen höher. Warten da, bis der erste Bereich ausgebaut ist. Setzen dann nochmals Lagerfeuer. Und dann würde ich auch sagen, war's das von der heutigen Aufnahme für mich. Und auch von der heutigen Folge. So, einmal da. Würde ich einmal da setzen. Und einmal da. Und irgendwo werden ja bestimmt die Gegner zum Vorschein kommen. Boah, kann doch eine größere Insel sein hier. Das werden wir dann sehen. So, ja. Der Stein muss natürlich wieder weg. Das ist ganz klar. Und wir müssen unsere Kämpfer wieder aufbauen, damit die zufrieden sind. So. Also, Pause. Ich setze da noch Lagerfeuer. Habe ich bestimmt vergessen nächstes Mal, dass ich die noch gesetzt habe. Hier bringt es fast nichts, weil da ist schon die Grenze. Ja, hier. Ich setze da eins, damit wir den Bereich haben auch. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!